Ich grüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Silvia Fischer. Manche von euch kennen mich vielleicht schon. Ich habe mal 9 Jahre außerhalb des Systems gelebt, ohne Einkommen und dann auch ohne Wohnung. 2 Jahre im Wagen, 1 Jahr ohne Geld und dann 8 Jahre mit so wenig Geld wie möglich. Und mein heutiges Video möchte ich machen über die Ebene des freien Gebens und Nehmens. Weil ich glaube, ganz viele Menschen, die kennen diese Ebene gar nicht, diese wundervolle Ebene, die aber existiert. Und deswegen möchte ich euch gerne heute davon erzählen, weil es so wundervoll ist. Und wenn ihr die kennen würdet, würdet ihr gar nichts mehr anderes haben und machen wollen. Also, und deswegen gebe ich euch mal einen kleinen Geschmack davon, indem ich euch davon erzähle, wie das eben bei mir war. Und ich habe auch mal ein Modell entwickelt, wo ich das aufgeschrieben habe, wie ich das sehe aus der Sicht heraus, was ich in den letzten Jahrzehnten erlebt habe. Und wie sich das für mich anfühlt. Also, und hier ist es, und ich hoffe, ihr könnt es lesen, weil, also, dass es nicht spiegelverkehrt ist. Also, die Ebene des freien Gebens und Nehmens, die ist da oben, die bezeichne ich als dritte Ebene, die oberste Ebene. Und hier unten, die erste Ebene sozusagen, ist das, was wir normalerweise kennen. Tausch, Ware, Dienstleistung gegen Geld. Also ich gebe Geld und bekomme eine Ware oder eine Dienstleistung dafür. Das ist das, was wir hier kennen. Es ist aus meiner Sicht ein künstlich geschaffenes System, was auch Mangel kreiert, absichtlich. Kreiertes Mangel. Deshalb sind wir immer im Mangel von Geld oder Liebe oder ich weiß nicht was. Genau. Und dann gibt es oben drüber eine Ebene hier. Also so wie ich das sehe, jetzt meine Sicht, ne? Ich sage jetzt mal zweite Ebene. Das ist die Ebene des Tauschs, Ware, Dienstleistung gegen eine andere Ware oder Dienstleistung. Also was man so kennt als Tauschgeschäfte, wie es früher gehandhabt wurde. Tausche Kamel gegen so und so viel Säcke Getreide oder ich weiß nicht was. Und genau, was jetzt hier zum Beispiel in Deutschland seit einigen Jahrzehnten als Tauschringe, Netze, wie sie auch heißen, praktiziert wird. Also in meinem Leben war es dann so, ich bin Ende der 90er Jahre nach München gekommen und dann auch ziemlich bald in Tauschringe eingetreten und war dann auch, also 10 Jahre, 15 Jahre damit zugange. Und ja, war auch schön und hat Spaß gemacht und so. Genau. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie notwendig ist, dass man sich mal eine Weile hier auf dieser Ebene einfach aufhält und die ausprobiert und so weiter. So, auf jeden Fall, nachdem ich die einige Jahre gelebt habe, kam ich dann, weil ich das aber auch wollte, weil es mein Traum war, ohne Geld zu leben. Und kam ich in diese Ebene rein. Automatisch, als ich kein Geld mehr bekommen habe, kam ich in die Ebene des freien Gebens und Nehmens rein. Und in der Ebene, da ist es grob so, ich nehme, was ich will und brauche aus dieser Ebene heraus. Ich nehme mir das. Und ich überlege mir selber, was ich zurückgeben möchte. Und zwar ist es freiwillig. Jetzt hat aber der Nachbar Staubsauger angemacht. Jetzt mache ich gerade mal hier die Tür zu. So, danke, dass ihr da geblieben seid. Also, ich nehme
Ich nehme aus dieser Ebene, was ich will und brauche für mein Leben, ja, und gebe selber, was ich von Herzen gerne geben möchte, in diese Ebene hinein. Also nicht an genau den Menschen, das wäre ja dann der Tausch auf der zweiten Ebene. Ich gebe es einfach in die Ebene. Und ich gucke eigentlich die ganze Zeit, dass es ausgeglichen ist, mehr oder weniger. Also es geht immer um Ausgleich. Genau. Und ja, also man bezeichnet es hierzulande auch oft als Tauschlogik frei. Also wenn Leute von Tauschlogik frei sprechen, dann meinen sie das, dass man was einfach nehmen kann und ein andermal einfach auch was gibt. Aber alles freiwillig und bedingungslos eigentlich. Also natürlich nicht, dass man sich die Taschen vollstopft und jedes Mal und geht und nie was da lässt oder so. Ja, also genau. Und jetzt erzähle ich euch nach dem Modell, was ich da kreiert habe, wie ich das so sehe, so mit meinem inneren Auge, erzähle ich euch noch ein bisschen, wie das praktisch bei mir war. Also, ich halte das Ganze auch für die Ebene für der Zukunft, wollte ich jetzt mal sagen. Also wenn wir die Schrift studieren, dann sehen wir ja, in der Endzeit werden die Leute wohl getrennt, diejenigen, die noch mit Geld da mitmachen wollen, und die werden nicht in die Zukunft gehen. Wahrscheinlich, so steht es da jedenfalls, ne? Also deswegen glaube ich, dass die Ebene der Zukunft diese Ebene sein wird. So, genau. Und also ich wollte noch sagen, ich war sehr glücklich auf dieser Ebene. Und ja, andere, die in Kontakt gekommen sind, die waren eigentlich auch glücklich damit. Und jetzt erzähle ich euch, warum. Also, ich habe zum Beispiel viel Klamotten gefunden in Frankreich. Und was habe ich dann gemacht? Naja, ich hatte nicht so viel zu tun und finde so viel Klamotten. Und es war immer ein Problem, die irgendwo Platz zu finden, um die zu horten. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie die Idee gehabt, ich gehe auf Flohmärkten und biete die einfach mal so an und guck mal, was passiert. Also gratis, ne? Umsonst, ohne Geld. Ich habe sie auch umsonst bekommen. Also was ihr umsonst bekommen habt, gebt umsonst weiter, ne? Ist ja auch biblisch. Auf jeden Fall bin ich dann auf die Flohmärkte gegangen und habe einfach die Sachen angeboten, habe gesagt, tout gratuit, alles umsonst, ja, alles gratis. Und die Leute, die haben sich gefreut, die kamen dann, ja, und ach, wie toll. Und haben mir dann gegeben, freiwillig, was sie mir von Herzen geben wollten. Und die waren darüber sehr beglückt, weil es war endlich mal nicht dieses Pfeilchen um 1 Euro oder 10, 20 Cent, sondern es war einfach frei. Und das ist das Tolle, es ist einfach frei. Deshalb sage ich auch die Ebene des freien Gebens und Nehmens. Es ist einfach frei und freiwillig. Ich sage immer gerne frei und willig, weil man was will. Und zwar von Herzen und nicht, weil jemand irgendwie was von uns als Ausgleich haben möchte oder so. Und also das hat für mich ganz gut funktioniert und die Leute waren auch ganz glücklich darüber. Also die dann kamen und was sich genommen haben, ja. Und war wirklich sehr in der Freude und im Glück, weil es ist auch auf dieser Ebene ein ständiges rein, raus, rein, raus. Also es war irgendwie so rein und raus, ja. Die Sachen irgendwie gingen rein und gingen wieder raus. So. Ich habe dann aber Probleme bekommen und das ist ja das Ding immer. Ich bin natürlich später auf die Flohmärkte gegangen, wenn die Flohmarktbetreiber schon rumgegangen sind und das Geld einkassiert haben.
Und dann haben mich die anderen, die um 7 Uhr auf der Latte standen, um einen guten Platz zu bekommen und dann 3, 4 Stunden da standen, um die Flohmarktgebühren überhaupt einzunehmen. Und die haben mich gesehen, wenn ich dann um 11 Uhr kam und haben mir das natürlich geneidet. Wie? Die kommt daher, ja, steht auf, wann sie will und bezahlt dann nicht und so. Und dann habe ich immer mehr Probleme bekommen, bis irgendwann mich dann auch der Flohmarktbetreiber gebeten hat zu gehen. Und irgendwie hat es dann auch aufgehört, mir Spaß und Freude zu machen, wenn ich so viel Ärger damit habe, ne? Genau. Also das war sehr schade, sage ich aus meiner Sicht. Und das ist einfach das Problem, wenn diese Welten aufeinander prallen und treffen. Das sind dann irgendwie so Konfliktzonen. Genau. Ja, ein anderes Feld, bei dem ich das eben sehr stark gelebt habe, also was ich dann noch sagen will, genau, dann habe ich die Sachen angeboten, eigentlich in der Regel einmal. Was wegging, ging weg, habe ich mich gefreut. Es gab auch Leute, die haben einfach nur Plastikbeutel voll gemacht und sind gegangen. Da war ich dann nicht so ganz beglückt, aber ich sage, okay, das gehört jetzt auch dazu. Ich muss dazu stehen, wenn ich das anbiete, alles gratis, dass es eben diese Leute auch gibt, die einfach nur profitieren, ja. Aber ich habe mich dann versucht zu freuen über das, was reinkam, ne? Und weniger zu ärgern über das, ja, wo die Leute halt das auch wörtlich genommen haben. Das ist ja auch okay, war ja auch okay. So. Was habe ich mit den Sachen gemacht, die dann übrig geblieben sind? Die habe ich dann freiwillig diesen Organisationen zur Verfügung gestellt, die mir wiederum auch geholfen haben in der damaligen Zeit. Ich war ja ohne Wohnung, also bin ich zu Vereinen gegangen, wo man hingehen konnte und die einem auch Klamotten immer mal zur Verfügung gestellt haben. Und da habe ich eben dann die Sachen auch in den Container geworfen für die. Aber auch nicht eins zu eins jetzt genau denen, sondern in die Ebene rein. Also das ist das Besondere daran ist, man nimmt aus der Ebene und man gibt an die Ebene. Man gibt einfach rein, ja. Und es ist nicht, man überlegt nicht, wer genau hat mir jetzt was gegeben, sondern es ist eben frei. Das ist das Schöne daran. So, eine andere Ebene, auf der ich das eben gelebt habe, war die Wohnungssituation. Also, mich haben die Leute eingeladen und dann habe ich erstmal einiges bekommen. Also, ich habe ein Dach über dem Kopf bekommen. Ich hatte immer Austausch und Begegnung mit den Menschen, die mich eingeladen haben. Es hat dann interessanterweise auch irgendwie sehr gut gepasst mit den Themen, an denen man gerade dran war, um sich da gegenseitig zu bereichern und ein Stück weiterzubringen. Ja. Es war dadurch eine unglaubliche Dankbarkeit da. Bei mir, wow, ich bin nicht auf der Straße, ich bin jetzt hier irgendwo im Warmen, ich bin eingeladen. Da war eine unglaubliche Dankbarkeit dann. Eine große Freude und glücklich sein. Also ich war damit sehr glücklich, muss ich auch sagen. Deshalb gebe ich es auch gerne weiter. Und ich habe dann dagestanden, habe gedacht, ja, was kann ich den Leuten geben? Aus freien Stücken, von Herzen und freiwillig. Was kann und will ich den Leuten dafür geben, dass ich das bekomme? Und dann habe ich meistens geguckt, hey, im Haushalt, wo hakt's denn hier, ne? Bei den Junggesellen stand meistens irgendwie so ein Stapel Geschirr und so. Und das habe ich meistens gleich gemacht, dann irgendwie mich eingebracht, weil ich hatte ja auch meine Freude daran. Und das ist das Interessante.
Ich hatte so eine unglaubliche Freude daran, weil es freiwillig war. Weil ich das gar nicht musste. Ja. Und das ist einfach das Schöne auf dieser Ebene. Es ist freiwillig und es ist von Herzen und aus der Freude heraus. Und frei gewählt konnte ich das. Ich konnte mir aussuchen, das, was mir Spaß gemacht hat. Das fand ich eben auch so toll. Wenn ich gesehen habe, ey, da ist jetzt ein Stapel Bergwäsche irgendwie, ja, habe ich Lust drauf, dann mache ich das. Das Zimmer staubsaugen, habe ich Lust drauf, dann mache ich das. Und dann mache ich das in der Freude. Genau. Und es war deshalb alles wie ein Geschenk. Es war alles, kam wie ein Geschenk zu mir. Das Dach über dem Kopf, die Leute, die mich eingeladen haben. Und die hatten auch ihre Freude dran, weil die waren dann nicht alleine, weil viele Menschen darunter gelitten haben, auch in Frankreich, dass sie eigentlich alleine sind. Und plötzlich war jemand da, hat ihnen zugehört. Das habe ich eben auch den Leuten geschenkt, ein offenes Ohr, einfach da zu sein. Ich war dann auch 100% da für die Leute. Ich habe gemacht, was ich brauchte für mich, meine täglichen Spaziergänge. Was brauche ich für mich, damit es mir gut geht? Habe auch Essen besorgt, habe auch die anderen eingeladen. Das habe ich dann auch gemacht zum Essen, wenn sie das wollten. Konnten sie gesund mitessen? Haben sie auch gelernt, sich gesund zu ernähren mitunter, mit viel Gemüse und Salat? Ja, und so war das Ganze alles ein Geschenk. Ich habe ganz viel Geschenke bekommen und die anderen haben auch ganz viel Geschenke bekommen. Das ist die Ebene des freien Gehens und Nehmens. Ich glaube, das ist die Zukunft, wenn wir hier durch die Endzeit durchgekommen sind. Und es ist, ich sage es ja immer wieder gerne, meine Zeit, in der ich kein Einkommen hatte, war wie jeden Tag Weihnachten. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, alles, fast alles habe ich umsonst bekommen als Geschenk. Sage jetzt mal von Gott, dem Himmel, ja. Und das ist einfach was Besonderes. Und es ist was anderes, wie wenn jetzt manche Leute Weihnachten feiern, ein paar Stunden am 24. Dezember. Und dann werden so zwanghaft irgendwelche Geschenke ausgeteilt, wo ich irgendwie gar nichts mit anfangen kann und auch nie konnte, auch als Kind schon nicht. Es war mir immer so ein bisschen kraus. Ich will es nur mal gesagt haben, weil vielleicht geht es euch auch so. Und ja, deshalb. Ja, mein Tipp für Weihnachten ist ja, gar nicht feiern, wenn Leute Schwierigkeiten damit haben. Mein heißer Tipp ist gar nicht feiern, ja. Also, mir geht es am besten. Und einfach, ja, genau. Lieber den Leuten zwischendrin mal was schenken, auch aus freien Stücken raus, ja. Wie, oh, jetzt müssen wir da Geschenke und so. Aber egal, das müsst ihr selber wissen und dürft ihr selber entscheiden. Das ist ja das Schöne, ne? Okay. Also, ich danke euch fürs Zuhören. Ich ja, habe auch ein Buch veröffentlicht, habe ich jetzt gar noch nicht erzählt. Ich vergesse mich oft selber dabei. Also von der Zeit, als ich ohne Geld gelebt habe. Also 88 Euro habe ich ausgegeben im Jahr 2009. Habe aufgeschrieben immer, was passiert ist, Abenteuerliches und Fantastisches. Und hab aus dem Blog, also damals habe ich es auf dem Vagabunden-Blog veröffentlicht, ein Buch gemacht. Und genau, das könnt ihr hier bei Amazon kaufen oder ihr könnt es auch auf silvia-fischer.de runterladen und könnt mir von freien Herzen, von freien Stücken geben, was sie mir, die ich das vorgelebt habe und verewigt habe, geben möchtet. Wenn euch's gefallen hat, gebt dem mir gerne ein Like oder abonniert den Kanal
Oder teilt es sogar, wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr es gerne teilen möchtet. Ich freue mich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Es ist mir ein Herzensanliegen und ich freue mich, dass ich heute die Zeit gefunden habe und die Muße, dieses Video zu machen und euch diese Ebene näher zu bringen. Und probiert es mal aus, einfach so bedingungslos irgendjemandem zu geben. Was ihr von Herzen geben möchtet, schaut einfach, ob ihr irgendwie damit in Kontakt kommen könnt. Ich würde es euch wünschen. Ich danke euch, dass ihr da wart. Lasst auch gerne einen Kommentar, freue ich mich auch, aber bitte nett und respektvoll. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.